Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zurück zur nächsten Folge von Frostpunk The Last Autumn DLC. Und beim Ende der letzten Folge habe ich es ja schon gesagt, wir kommen hier ordentlich ins Schwimmen. Die Leute haben zum Teil Hunger, wo ich überhaupt nicht verstehe, warum. Und wir sind jetzt gerade nachts um zwei, wir müssen jetzt mal warten, jetzt kommen gleich in 3 Stunden die am kahlen Hügel an. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir könnten ein neues Gesetz noch machen. Wir gucken mal rein, was wir jetzt machen könnten. Interne Beförderungen, Sicherheitsaußenposten. Wachen, die in Sicherheitsaußenposten arbeiten, halten Ausschau nach Unruhestiftern, um die Sicherheit von Angestellten zu gewährleisten. Neues Gebäude, Sicherheitsaußenposten, verbessert Aufseherstationen, Sicherheitsaußenposten senken die Unzufriedenheit an Arbeitsplätzen in der Nähe. Das heißt, die gehen gegen Streik vor. Jetzt sollen wir mal noch kurz gucken, was wir auf der anderen Seite haben bei Administration. Faustkämpfe, Freudenhaus könnten wir machen. Prostituierte können im Wirtshaus arbeiten, um Motivation zu steigern. Das Bild, der wieder guckt. Ansonsten Firmenbestattungen. Das Zurückschicken der Leichen nach London steigert die Motivation noch weiter. Die Vorbereitung der Leichen für den Transport kostet Stahl statt Holz. Uah. Radikale Behandlung. Gut, dann würde ich aber eher mal hier reingehen und würde mich jetzt dafür entscheiden, den Sicherheitsaußenposten zu machen. Auch wenn wir gerade nicht genug Ressourcen haben. So, 1 Stunde, dann sind die da. Und jetzt haben wir auch fast alle wieder was zu essen. Und hier kann ich gerade niemanden reinsetzen. Das ist natürlich schlecht. So, 30 Minuten. Ah, jetzt ruckelt es wieder zum Start des Tages. Das ist aber normal. So, die sind da. Was haben sie denn hier? Kahler Hügel. Es ist kein großer Hügel. Er bietet jedoch einen guten Überblick über die Ebene. Unweit von hier können wir ein paar dunkle Flecken ausmachen. Weitermachen. Standort 120. Okay, sehr gut. Dann gehen wir da. Hallo, geh da hin. Danke. Forschungsmäßig wird jetzt mal angefangen, das Krankenhaus zu forschen. Na, guten Appetit. Ich dachte, wir sind da schon länger dabei. Alter Falter, warum dauert das denn das? Oh Gott. Ja, wir hätten vielleicht. So, die Motivation ist wieder absolut im Keller. Das können wir gerade nicht machen. So, was wollen sie denn? Der erste Schnee. Na super. Diesen Morgen erwacht das Lager unter einer dünnen weißen Schicht. Der erste Schnee ist viel früher gekommen als erwartet. Die Leute kämpfen sich durch den Nebel. Der Schnee dämpft ihre Stimmen und lässt ihre Haut kreidebleich erscheinen. Einer der Einwohner flüstert fluchend, das hat uns noch gefehlt. Die Arbeit wird in dieser Kälte noch mühsamer. Diese schlechte Überraschung ist das erste Anzeichen eines frühen Wintereinbruchs, aber niemand will darüber reden. Die Motivation fällt mit jedem Morgen. Alter, meine Motivation ist schon bei null. Ja, toll. Jetzt fällt die Temperatur mal eben auf 0 Grad. Fantastisch. Was? So, arbeiten die jetzt hier? Streikrisiko mäßig. Können wir... Wie viel Holz haben wir? 57. Und wie viel brauchen wir jetzt von den Dingern hier für den Kern? 25. Wir haben gar keins. Puh. So, wir fangen jetzt an, die Dinger zu bauen. Das Problem ist, dass wir dafür Kohle brauchen. So, Kohle. Außer Betrieb. Ja, weil da keiner drin arbeitet. Wir brauchen Arbeiter. Es nützt nichts. Wir hätten die doch erstmal zurückschicken sollen. Jetzt müssen wir nämlich warten, bis der hier
Riesiger Kohlehaufen erschöpft. Dann geht bitte an den hier. Immerhin bekommen wir jetzt... Holz. Dann können wir wenigstens erstmal den Sicherheitsaußenposten bauen. Zwei Stück davon. Ich lese da mal kurz nach, was dazu steht. Die hier angestellten bewaffneten Aufseher überwachen die nahegelegenen Arbeitsplätze. Sie erhöhen die Effizienz und halten die Augen nach Unruhestiften offen, was die Unzufriedenheit senkt. Okay. Ich überlege gerade, aber eigentlich ist es am besten, die hier in der Nähe zu bauen, weil das die ganzen Gebäude mit abdecken soll. Hier brauchen wir jetzt noch eine Straße. So. Unsere Motivation ist null. Schönen Gruß. Wow. Null Motivation. Das hatte ich auch noch nicht. So. Standort 120. Dieser Ort sieht unserem eigenen Lager unheimlich ähnlich, aber wie es scheint, wurde es jedoch durch Feuer und Aufstände zerstört. Wie es scheint, ist der Generator kurz vor seiner Fertigstellung explodiert. Bauprofile. Oh, sehr schön. Standort 120 wurde durch eine brutale Rebellion zerstört. Überall liegen unbegrabene Leichen herum. Überlebende gibt es keine. In der Höhle des Generators fanden wir sogar noch mehr Tote. Der Kleidung nach zu urteilen waren viele der Opfer Ingenieure. Alle Gebäude liegen in Schutt und Asche, entweder vom Feuer verschlungen oder absichtlich zerstört. Wir schnappen uns die übrigen Vorräte und verlassen diesen schrecklichen Ort. Alles klar. Rohstoffe nehmen 10 Stück von diesen Dingern. Und dann gehen wir jetzt mal zurück zum Arbeiterlager und holen uns doch die Leute. So, wie viel bekommen wir jetzt von den Bauprofilen? 12 Stück. Haben wir. Versprechen gehalten. Dank normaler Arbeitszeiten konnten die Einwohner sich erholen. Sie fühlen sich wieder bereit, vollen Einsatz zu zeigen. Die Motivation steigt. Wow, aber auch in was für ein Maß sie steigt, ist ein absoluter Witz. Wie viel brauchen wir insgesamt von denen? Das muss ich mal kurz gucken. 2 Stützrahmen. Und für die Stützrahmen brauchen wir jeweils 25 Profile. Das heißt, wir müssen mal noch ein paar bauen hier. So, was wollen die denn hier? Unsere letzte Hoffnung. Neuigkeiten aus London. Danke für die Untersuchung. Danke für die Untersuchung von Standort 120. Es ist sehr bedauerlich, was Ihnen zugestoßen ist. Solltest du auf Überlebende stoßen, möchten wir dich bitten, uns unverzüglich über die sämtlichen Neuigkeiten zu informieren. Da die anderen Generatorprojekte abgebrochen wurden, ist dein Standort Liverpool letzte Hoffnung. Liverpools letzte Hoffnung. Ihr könnt auf uns zählen. Ich weiß noch, wie das ausgeht. So, hier, dann packt mal Ingenieure da rein. Von denen haben wir wenigstens noch ein paar. Ingenieure. Sicherheitsaußenposten gebaut. Sicherheitsaußenposten wurden gebaut und besetzt. Die Arbeiter sind nun disziplinierter. Die Motivation steigt. Können wir jetzt auch mal hier so ein Ding starten? Perfekt. Dann ist die Motivation wieder wenigstens ein bisschen hoch. Und die können gleich mal auf verlängerte Schichten gehen hier. Damit wir von den Dingern mal wenigstens da was bauen. So, was ist hier? Mehr können wir nicht, uns fehlt halt Kohle. Wir müssen hier halt Leute reinsetzen, die wir aktuell nicht haben. Krankenhaus erforscht. Das ist gut. Das würde ich jetzt tatsächlich auch versuchen gleich zu bauen. Das kostet 30, 20 und einen Dampfkern. So viele Ressourcen haben wir sogar. Und das baue ich jetzt mal hier oben hin. Denn das brauchen wir wirklich. Also, damit können wir nämlich die Amputierten oder beziehungsweise die Schwerkranken wieder fit machen. Wir schicken ein paar Leichen zurück, dafür kriegen wir Motivation. So,
So, in 2 Stunden sind die da mit den neuen Leuten. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wie ist hier die Lage? Ah, es gibt ein bisschen Holz. Das ist auf jeden Fall gut. So, wir könnten eine neue Forschung starten. Die Frage ist, was? Zusätzliche Wildbeutel wäre jetzt ein bisschen Quatsch. Rohstoffdepotaufwertung. Ladestation. Die kostet aber auch. Die Leute, die hier arbeiten, sammeln die Rohstoffe ein, die sich am Hafen anhäufen und transportieren sie anschließend zum Vorratslager. Kostet halt einen Dampfkern. Haben wir zwar genau gerade, aber. Dampfsägewerk, Holzkohlemeiler. Was haben wir beim Generator? Wir haben Überladung. Erlaubt es uns, die Dampftauscher auf der Baustelle zu überladen, wodurch die Arbeiter am Generator beschleunigt werden. Jede Verwendung kostet 5 Dampftauscher und treibt den Arbeitsfortschritt um 10% voran. Lüftungsanlage. Erlaubt es uns, eine zusätzliche Lüftungsanlage einzusetzen. Effizientes Lüften. Eine neue Design einer Lüftungsanlage, das auf effizientere Belüftungsgebläsen setzt. Dadurch wird der Kohleverbrauch um 15% reduziert. Jetzt muss ich gerade mal gucken, läuft das Ding aktuell überhaupt? Ne, wir haben es ausgeschaltet, ne? Ja. Was haben wir hier noch? Optimierte Materialien-Sicherheitsverbesserung. Diverse Modifikationen, die Arbeitssicherheit in der Profilmanufaktur um eine Stufe erhöhen. Okay. Optimierter Schutz. Gießerei können wir auch nochmal. Was ist das genau? Ein rationalisierter Produktionsprozess, der die Materialkosten von Stahlgemischen um 20% und die Produktionszeit um 50% verringert. Das wäre jetzt, glaube ich, wichtig. Starten wir das mal. So, in 45 Minuten sind die Leute da. Was wollen sie denn jetzt hier? Der Anfang vom Ende. Planänderung. Sir, ein Telegramm aus London. Die Transportwege werden schon bald abgeschnitten sein. Der Frost kommt früher als erwartet. Die Royal Meteorological Society warnt, dass das Meer in 12 Tagen zugefroren sein wird. Dadurch werden Schifffahrt und Fischerei völlig zum Erliegen kommen. Wir werden sämtliche Lieferungen in 10 Tagen einstellen. Du solltest mit der Lagerung von Materialien und Nahrung beginnen. Die Evakuierung durch einen Eisbrecher sollte planmäßig in 18 Tagen erfolgen. Es ist unerlässlich, dass der Generator bis dahin fertiggestellt wird. Viel Glück. Ja, also ich kann euch jetzt schon mal garantieren, dass wir das nicht schaffen werden. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal neu spielen, das Szenario, um das schon mal anzuspoilern. Die Frage ist, ob wir es jetzt direkt nach der Folge tun oder, so, die sind jetzt da. Wir nehmen die Leute jetzt mit, bringt sie zu unser Lager. Das dauert jetzt nochmal 5 Stunden. Das heißt, wir müssten jetzt anfangen, Zelte zu bauen. Hier können wir sie nicht bauen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir haben ja noch ein paar, paar Betten frei. So, jetzt kommen sie schon wieder mit irgendeiner Geschichte hier oben. Arbeiter an Standort 120. Wir sind froh, dass du die Überlebenden von Standort 120 finden und aufnehmen konntest, obwohl noch kein Detail darüber bekannt ist, was genau geschehen ist. Wir haben, den starken Verdacht, dass wir es mit einer syndikalistischen Verschwörung zu tun haben. Du solltest ein Auge auf die Arbeiter werfen und darauf achten, ob du gefährliche Tendenzen ausmachen kannst. Wir werden wachsam sein. Oh Gott, nicht noch mehr streikende Leute. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt gerade mal Arbeitskraft. Wir brauchen die für Kohle, für Stahl, für alles, was es gibt. Was geht jetzt noch ab? Der Anfang vom Ende. Vorbereitung auf die Kälte. Sir, unsere Ingenieure haben an einigen Möglichkeiten geforscht, der eintreffenden Kälte entgegenzuwirken. Sie warten auf deine Entscheidung, welche Ideen sie verfolgen sollen, um Lösungen zu entwickeln. Zeigt es mir. Neue Technologien wird angezeigt. Was habt ihr denn?
Ah, je, je, je. Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Heizkörper. Feuerstellen. Feuerstellen erzeugt eine kleine Wärmezone, die 3 Kohle pro Stunde verbraucht. Alter, wir haben keine Kohle. Heizkörper. Ermöglicht den Einsatz von Heizkörpern zum Heizen von Arbeitsplätzen während der Arbeitszeit. Jeder Heizkörper erhöht die Temperatur eines Arbeitsplatzes um eine Stufe und verbraucht im Betrieb 1 Kohle pro Stunde. Das Gute ist, dass wir das gerade auch nicht forschen können und die Wärmedämmung im Gesundheitswesen auch nicht. So, das Krankenhaus ist übrigens fertig. Und wir haben tatsächlich keine Ingenieure mehr. Fuck. Wie viele Ingenieure müssen da rein? 10. Okay, dann holen wir uns mal... Wir holen uns mal 10, damit wir da ein paar Luft haben. Und mal noch 5 Arbeiter und einen Dampfkern. So, komm. Dauert halt einen Tag, egal. Keine Ahnung, ob das eine gute Entscheidung ist. Wir könnten in der Zwischenzeit... Also wir müssen eigentlich dann erstmal diesen... den Angelhafen bauen. Das Problem ist zum Beispiel, die Information, dass das Meer zufriert, bekommt man halt relativ spät. Das heißt aber, eigentlich fürs Early Game, für den Anfang, dass man nicht die Wildbeuter forscht, sondern dass man erstmal den Angelhafen baut, dass man quasi die Zeit, in der man den Angelhafen nutzen kann, maximiert. Ne? Also... Oh, was? Sterben schon wieder Leute? Okay. Deswegen kann das gar nicht gut gehen, was wir jetzt hier gerade machen. Nie im Leben. Komplettes Versagen, würde ich sagen. So, hier, geht mal überall da rein. Hier geht leider nicht mehr. Und Holz haben wir gerade auch nicht. Wir müssen jetzt mal ein bisschen die Zeit beschleunigen. Also mein Vorschlag wäre tatsächlich, das ist hier auf, das ist auf Gedeih und Verderb dem Scheitern verurteilt, das ganze Ding. Dass wir beim nächsten Mal einfach von vorne starten. Das wäre mein Vorschlag. Weil jetzt mit dem Wissen, was wir jetzt haben, kann man auf jeden Fall darauf aufbauen. So, ach, guck mal, hier ist ja noch was. Schneebedeckter Hügel. Geht da mal hin. So, die Motivation sinkt wieder. Wir können sie aber, glaube ich, auch wieder nach oben holen. Genau. Zumindest ein Stück weit. Wie viel? Wir haben jetzt 26. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich schon für den Generator einen Stützrahmen bauen. Streikrisiko ist hoch. Wir haben keine Kohle. Ja. Da ist noch kein Schiff angekommen. Immerhin machen wir jetzt 32 und 19 Stahl. Aber uns geht auch langsam das Essen aus, wie ihr seht. Und die Leute haben schon wieder Hunger. Ich check das nicht. Ich check's echt nicht. So, wir bauen hier weiter. Wie viel kostet so ein Ding? 20 Holz. Gut, dass wir kein Holz mehr haben. Na komm schon. Jetzt. So, wie viel Kohle kriegen die jetzt hier? 23 Kohle pro Stunde. Das ist gar nicht mal schlecht. Wenn wir hier noch Leute in den Haufen reinpacken, dann wird das sogar noch besser. Dann könnten wir hier das Ding sogar mal einschalten wieder. Dadurch bekommen wir auch wieder gute Arbeitsbedingungen. Aber wir können immer noch nicht die Aufseherinspektion losschicken, was irgendwie ziemlich wichtig wäre. Was ist hier? Baut mehr von den Dingern. Brauchen davon mehr. Außerdem brauchen wir
von den Dingern. Aber da fehlt uns, also wie viel Stahl wir dafür brauchen. Also Stahl haben wir sogar, aber Kohle, 50 Kohle. Ich würde sagen, wir lassen das für heute mal gut sein. Auch wenn das jetzt natürlich die Folge mit dem Wissen, dass wir jetzt hier von vorne anfangen, so ein bisschen Banane ist. Aber was soll's. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, was uns erwartet. Es bringt jetzt hier nichts Großes, uns weiter ins Verderben zu spielen, weil wir sind schon wieder einen Tag im Verzug. Wir haben noch 7 Tage Zeit. Wir hätten uns einen Vorsprung ganz am Anfang hier rausarbeiten müssen, aber das haben wir halt direkt bei der Stufe 1 schon verkackt, weil ich auch überhaupt da gar keinen Blick dafür hatte. Das werden wir uns beim nächsten Mal, wenn wir von vorne anfangen, auf jeden Fall in Ruhe anschauen und vielleicht auch nicht mit der Zeit hier so rumhetzen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, schaut gerne bei Steam vorbei. Dort gibt es den DLC zu kaufen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer. Das sind Parsival, Kulle, Ködö, Krongsturm 122er und Danny. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.